Hallo, willkommen im Atelier Era, heiße ich Era. Na, Elvira Rajek bin ich. Ich bin die Veranstalterin hier und ich habe ein paar Freunde wieder mal eingeladen, mitzumachen bei meiner Ausstellung Weapons in Peace. Das in der Gassergasse. Und das in der Gassergasse gegenüber dem ehemaligen Gaga, dort wo das blaue Haus ist. War früher das Gaga und als ich eingezogen bin, gab es da noch einen wunderschönen, florierenden Garten mit Schmetterlingen und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir das Atelier besetzt. Und jetzt habt ihr, das ist Gerhard Kramer hier, der Fotograf, der schon mehrfach mit mir gearbeitet hat, ebenso wie Thomas Hennig. Der hat auch schon mehrfach mit mir gearbeitet und zum ersten Mal, zweiten Mal. Wir haben schon öfter miteinander Michaela Harisch, genau. Im Kabarett Renz, im berühmt-berüchtigten Kabarett Renz haben wir ausgestellt. Dort habt ihr auch. Ja, mehrfach sogar. Lustig. Und der Freundin, ja, war schön, eine schöne Location. Uns interessierte Freundin, Kollegin, Ursula. Ja, und jetzt führst dich hinein. Und da erwartet uns gleich Fanny, der Gallery Dog, der Ateliers-Dog. Ja, das ist das Atelier, das besitze ich inzwischen seit 6-7 Jahren. Bin sehr froh darüber, es ist leider ein bisschen feucht, man merkt es hier, aber ich mache jetzt Corona-bedingt, also hatten wir 2 Jahre auslassen müssen, aber ich mache normalerweise jährlich, meistens mit Gerhard Aber und Thomas Nemec, Ausstellungen zu verschiedenen Themen. Diesmal haben wir das Thema Weapons in Peace. Und da ging es darum, dass wir eben das Thema Waffen aufgegriffen haben. Was würde man mit Waffen machen, wenn es keine Kriege oder Gewalttaten mehr gäbe? Das ist von Pavel Libanski, einem tschechischen Künstler. Der hat, wenn du mal daher schaust, die Waffe, mit der der Thronfolger und seine Frau erschossen wurden, hat er reprinted mit Gips. Und das ist die Anhäufung der Todeswaffe, der Gips, Fishing-Gips. Ja, du siehst hier verschiedenste Arbeiten von mir. Ich habe mich spezialisiert auf Schuhe. Auch das Thema Gewalt. Da habe ich ein bisschen zu viele Krimis gesehen. Die Tatorte ein bisschen zu oft gesehen. Ja, da hast du ein paar Arbeiten von mir. Das ist auch eigentlich vom Krieg geprägt worden. Das war damals zur Zeit des Syrienkriegs. Da war ich so überwältigt von diesen furchtbaren Bildern im TV. Und daraufhin habe ich dieses Werk gemacht. Und lustigerweise ist der Panzer ein russischer Panzer, wie mir gesagt wurde. Also eigentlich sehr fatal, die Vorstellung. Ja, das sind diese 2 Werke, die sind demnächst in Texas ausgestellt. Irgendwie passend. Und dieses Werk war 2 Jahre lang im Phantastenmuseum in Wien ausgestellt, das leider mangels Impfskeller von Wien eingestellt wurde, mehr oder weniger. Weapons in Peace, das Thema auch hier, der Zerfall, wenn eben Waffen nicht mehr gebraucht werden, man kann sie als Deko verwenden. Und irgendwann zerfallen sie, lösen sich auf, sonstiges. Das ist die Idee dahinter. Dann haben wir da drüben, das ist mir weg. Das ist eine alte Serie von mir, aber auch wieder hier das Thema Waffen aufgegriffen. Wovor haben die Menschen Angst? Was sehen sie gerne? Das ist der kleine Bub, der hat immer so gerne mit Dinosauriern gespielt, als ich ihn damals kennenlernte. Oder da oben der Mann mit den Haaren drinnen, der hat damals eine Friseurlehre gemacht. Ja, das sind so verschiedenste Freunde,
Freundin. Und der Typ mit dem Busen, der hat so penetrant, war ein Arbeiter bei mir in der Wohnung, der hat so penetrant auf meine Brüste gesehen, dass ja, dazu auserkoren wurde. Als Busen ja, anzufunden. Darsteller zu der Serie. Was gibt es zu den Damen zu sagen, die da... Das sind teilweise die Töchter, also das eine Mädel links, das ist die Tochter von der Besucherin draußen, von meiner Kollegin, von Ursula. Spiel mit mir, ist das. Da oben hast du eine Schlange, eine echte Schlange drinnen. Ich arbeite ganz gerne mit Präparaten. Ich bin zwar mehr oder weniger Vegetarierin, aber Präparate, bevor sie weggeschmissen werden. Es gab einen Präparator, der hat immer die toten Schlangen im Waldviertel aufgeklappt auf der Straße. Da hast du. Die haben sich dort hingelegt zum Wärmen und wurden dann überfahren immer wieder. Die Spinnenfrau, was ist mit der Spinnenfrau? Sie hatte damals so, ja, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie der erste Eindruck. Sie hat mich erinnert an eine der Darstellerinnen von den verschiedensten Serien. Ja, die Elster, die diebische Elster, mit den Pizzaschuhen natürlich. Bevor ich dir was weiter erzähle, das ist von Mona B. Mona B. ist heute nicht da, die hat eine Ausstellung im Rupertinum in Salzburg. Das ist eine sehr bekannte österreichische Künstlerin, die auch Mitglied der Damen war. Inzwischen mit Elke. Und die inzwischen verschwommen ist, also die vier Damen sind ja heute noch bekannt. Ich habe meinen Namen zu übernommen. Und da haben wir jetzt Werke von Thomas Nemec. Thomas, kommst du bitte kurz rein? Thomas? Birgit Jürgensen, jetzt weiß ich es wieder. Mit Birgit Jürgensen hat Ona B., sie war ein Teil der vier Damen, sowohl die Ona als auch die Birgit Jürgensen. Thomas, kommst du kurz rein bitte? Kommt er? Ja, okay. So, Thomas hat diese Werke geschaffen. Da sind inzwischen zwei verkauft worden, gell, von deinen Werken. Ja, das war das eine, wirklich faltete Hemmung. Ich habe sie verloren. Ja. Wie hast du die Weiber genannt? Dieses vier Frauen. Das waren das Ritter in das Che Guevara. Ah, was? Die vier Frauen mit den Waffen? Das waren nur drei Waffen. Frauen? Achso, drei Frauen, ja. Tolle, tolle Werke, wirklich. Ganz, ganz tolle Werke. Auch zum Thema passend. Also wir haben ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, das sind die Werke, die mir am besten gefallen haben, bisher von allen. Ich bin sehr begeistert und das war jeder begeistert, der gesehen hat. Das war ja, aber du hast immer was gefunden, gell? Zum Thema passend. Ja, da ist noch ein Werk von Ona B. Da ging es darum, ich habe ja auch studiert am City College, der City University of New York, und da ging es sehr viel ums Writing, und ich habe immer gerne auch mit der Sprache, mit der Schrift gearbeitet, und da habe ich den Text dazu Englisch-Deutsch gemischt, und da ging es um die Trennung von einem langjährigen Ex und ja, diese Freiheit, die wiedergewonnene Freiheit. Mache ich sehr gern, das Bild.
denke mal, der Text ist ein bisschen lang, aber es ist wert, gelesen zu werden, würde ich mal sagen. Ich spiele ganz gern mit der Sprache. Ja, das Werk ist gerade aus New York zurückgekommen. Eine Käuferin wollte $900 dafür zahlen, aber ich denke mir, das ist schon ein bisschen mehr wert. Also das ist auch nach amerikanischen, wie sagen die Amerikaner, wenn es unter $1,000 ist, ist es nichts wert. Und normalerweise verkaufe ich um $2,500 in Amerika und das war mir echt. Ich habe es eigentlich für New York gemacht. Ich mag das Werk total gern. Es ist sehr detailliert. Erinnert mich an die 80s. Ich bin in den 80s groß geworden. Und sind die Erinnerungen an meiner Zeit. In den Edis habe ich auch die ersten Amerikaner kennengelernt. Carlo und Finne sind meine Eltern und die Spitznamen meiner Eltern. Ja, bist du Amerika-stämmig? Nein, ich bin ich nicht. Ich habe nur in Amerika studiert. Und wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingswerke. So, dann zeige ich das nochmal ein Werk von Ona B. Dann hole ich den weiteren Künstler rein. Gerhard? Ja, und dahinter dir, das sind die Werke von Gerhard Aber, ein sehr bekannter Fotograf, der auch Preise gewonnen hat und der eigentlich regelmäßig mit mir auch ausstellt. Ja, wenn nicht so viel. Wenn später weiterkommt, wenn ich mir die vorstelle. Okay. Michi, du kannst doch auch reinkommen. Ja, und das sind die Werke von Michaela Harisch. Moment, das ist auch, das ist noch Gerhard oder ist das schon Michaela? Das ist Michaela. Also Gerhard arbeitet nur mit Fotografie. Michaela ist eine Arnold Reiner Schülerin und habe auch schon mehrfach mit ihr ausgestellt in Cabaret Renz, als es damals noch so für Kunstausstellungen da war. Diese zwei Werte sind auch noch von mir. Erklär mir was über... Grüße, Prost. Servus, sag doch was zu deinen Bildern. Du hast da so schöne Waffen. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich habe heute gehört, dass meine Sachen oder so. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es nur um Sex geht. Es geht eher um Erotik vielleicht teilweise, aber auch nicht so. Ja, wir haben das Thema Waffen im Frieden. Das Foto da, auf das du gerade daher fährst. Ja, heißt drauf, auf Bananen schießt man nicht, im Jahre 2019. Da gab es irgendeine komische Aktion mit einem Typen, der eine Banane auf die Wand biegt hat. Und das zu einem tollen Plastikschick ins Kabarett, ne, mit der Banane. Da hat einer mit einem Kafferbandler in einer Galerie eine Banane auf die Wand biegt und das war das große Kunstobjekt damals. Ja, und daraufhin ist mir eingekommen, ich mir gedacht, okay, dann werde ich halt einen Revolver an die Wand picken mit einem Grafenbandl. Und darum heißt es auch
Hast du so wie es heißt, ne? Ja, Maurizio Cattelan war das mit der Banane. Wer war das? Maurizio Cattelan. Genau, ein Spanier war das, ne? Ist er Italiener oder Spanier? Katalaner. Ja, stimmt. Vielleicht, ja. Auf alle Fälle Maurizio war es, ja. Gab es also Italiener? Ja, und nachdem wir gesagt haben, wir machen das, was wir da machen, haben wir gesagt, wir machen das auch so, wie es ist, ne? Genau. Da haben wir so ein schönes Bild, so ein Love and War. Ja, da habe ich also den Revolver da in einen Stumpf eingebunden, futteral gebaut. Und ich bin ja Straps-Fan, darum haben die auch ein bisschen da oben sein. Die habe ich mal gekauft, einen ganzen Kübel voll von diesen Straps. Unten an der Donau in diesem komischen Textilshop. Ja. Ja. Okay. Ich will ja nicht dafür sehr viel dazu erzählen, weil sonst müssen die ja Buch schreiben, aber ich fotografiere die immer. Genau. Dann okay. Aus. Verlier noch ein paar Worte. Das ist immer gut, wenn man Worte verliert. Also fang an zu verlieren. Ja, also. Dieses Bild ist irgendwie auch, also es hat auch mit sexueller Gewalt gegen Frauen und dazu, also es hat auch immer irgendwas mit Sex oder Liebe, ist immer irgendwie drinnen, ja. Und meistens ist irgendwo eine Person, ja, die ist immer der Betrachter von außen und das bin ich. Ich bin eigentlich nie in dem Geschehen drinnen, sondern ich bin immer der Betrachter von außen, der sich alles immer von außen anschaut. Ja, ich bin eigentlich nie dabei. Ja. Und ja, das war so die Auseinandersetzung halt mit Krieg, einfach Kreuze, die für namenlose Tote stehen. Und ja, das ist für mich nicht fertig, das Werk, zu dem mag ich auch gar nicht sagen. Das habe ich so konzeptioniert und eigentlich bin ich mehr der Typ, der arbeitet und dann bis irgendwann fertig ist. Aber das habe ich irgendwie schon so im Kopf gehabt, aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Und dann, das Bild heißt eigentlich Lass es Liebe sein. Und das war eine Zielscheibe und die Wimpern da mit den Patronen, also eher bedrohlich und jetzt nicht wirklich so ein Liebesbild oder eine Liebeserklärung. Ein Frauenthema. Ein Frauenthema, absolutes Frauenthema, ja. Also ich mache sicher sehr weibliche Fuß, also das ist mir schon sehr bewusst. Okay. Danke. Danke. Ein Werk möchte ich dir noch erläutern. Ich bin als junge Frau immer wieder diskriminiert worden. In den 80ern musste man immer extrem schlank sein. Und ich habe sehr darunter gelitten, weil ich nie, ich bin ja heute noch nicht schlank, nie der Norm entsprochen habe. Und da habe ich dieses Werk dazu gemacht. Das zeigt eigentlich die Schmerzen, die ich hatte. Einerseits war ich immer das Sexobjekt, war ich gut genug, aber als Freundin war ich dann zu dick. Und das sind teilweise antike Haarnadeln drinnen, die auch ausdrücken sollen, wie ich darunter gelitten habe, der Schmerz, der mir da teilweise zugefügt wurde. Ja. Okay. Okay, das war's. Okay, damit bedanke ich mich für die Führung durch diese interessante Ausstellung. Alle Jahre wieder. Man sieht, es hat sich hier einiges zusammengesammelt. Ja, es ist mir wie gesagt mein Lagerplatz, Atelier, Lager. Und